Sie ist krumm, aber voller Superlative. 80 Millionen Tonnen Bananen werden pro Jahr verspeist. Mehr als von jeder anderen Frucht. Keine überquert häufiger die Grenzen der Welt und für keine andere wurden sogar schon Kriege geführt. Begonnen hat alles mit der United Fruit Company aus Boston vor 120 Jahren. Sie besaß Bananenplantagen in einem Dutzend Kleinstaaten Mittelamerikas, eigene Eisenbahnen und Schiffsflotten. Sie war sozusagen der erste Global Player der Welt und führte sich auch so auf. Sie zahlte Hungerlöhne, aber selbst kaum Steuern. Sie ließ Aufstände niederschlagen und Präsidenten verjagen. Denn wer das Geld hatte, hatte die Macht in den Ländern, die seither so schön Bananenrepubliken heißen. Dass Konzerne ganze Staaten an den Rand des Abgrunds bringen, haben wir seither immer wieder erlebt, zuletzt bei der Finanzkrise. Wann wird die Welt aus diesen Exzessen lernen? Zurück jetzt in die Geschichte des Pioniers in Sachen Skrupellosigkeit mit dem Film von Mathilde Damoiselle. Dies ist die Geschichte einer Frucht. Einer einfachen Frucht, die jederzeit erhältlich ist. Überall auf der Welt. Auf der Grundlage dieser Frucht ist ein Imperium entstanden. Einer der ersten multinationalen Konzerne. Die United Fruit Company. I get the blues in the morning. I get the blues in the night. But when I eat a banana sundae, es ist die Geschichte einer Frucht, die das Schicksal Zentralamerikas verändert und Republiken ihren Namen gegeben hat. Sie wurde zum Symbol allen Übels des US-Kapitalismus. Diese Geschichte handelt von Wirtschaft und Politik. Es ist eine kleine Chronik der Globalisierung. Und die Geschichte einer Frucht, einer einfachen Frucht, der Banane. Alles nimmt 1871 seinen Anfang, als die Regierung von Costa Rica den New Yorker Geschäftsmann Minor Cooper Keith mit dem Bau einer Eisenbahnlinie beauftragt. Sie soll die Karibikküste mit dem zentralen Hochland verbinden, quer durch den Dschungel. Aber nichts läuft wie geplant. Der Dschungel ist erbarmungslos. Unfälle, Skorpione, Malaria. Knapp 40 Kilometer Eisenbahn fordern 4000 Todesopfer. Nach einem Börsenkrach platzen schließlich die Kredite. Costa Rica ist nicht mehr zahlungsfähig. Der Bau der Eisenbahnlinie kommt zum Erliegen und Minor Keith ist pleite. Er weiß noch nicht, dass Glück und Wohlstand zum Greifen nah sind. Sie liegen ihm im feuchten Urwaldboden zu Füßen. In den schlichten Wurzelstöcken, deren Ertrag seine Arbeiter verpflegen sollte. In dieser schlichten Tropenfrucht, der Banane. Was in Costa Rica ursprünglich einfache Arbeiterkost ist, taucht um die Jahrhundertwende auf den Märkten der USA auf. Die Luxusfrucht ist heiß begehrt und sie ist teuer, denn sie ist rar und verdirbt schnell. Wer es schafft, sie rechtzeitig zu transportieren, bevor sie reif ist und verdirbt, kann mit ihr ein Vermögen verdienen. Keith weiß das. Er beginnt, seine Bananen zu exportieren. Sie retten ihn vor dem Ruin. Minor Keith unterzeichnet ein Abkommen mit Costa Rica. Er wird die Eisenbahn fertig bauen und im Gegenzug erhält er das Nutzungsrecht an der neuen Eisenbahnlinie und ausgedehnte Ländereien. Land für den Anbau von Bananen, die die Eisenbahn sofort und kostengünstig abtransportiert. Das ist der Grundstein für seinen Reichtum.
1899 findet Minor Keith zwei Partner in Boston. Er hat seine Plantagen und Eisenbahnen in Zentralamerika und die beiden anderen verfügen über eine Handelsflotte und ein Vertriebsnetz in den USA. Am 30. März 1899 gründen sie gemeinsam die United Fruit Company. Nach meiner Definition hat ein multinationaler Konzern Vermögenswerte in mehr als einem Land. Die United Fruit Company war einer der ersten multinationalen Konzerne im Konsumgüterbereich. Und er hat das Prinzip der vertikalen Integration geradezu ins Extrem getrieben. Immerhin besaß er die größte private Handelsflotte der Welt. Und er vereinte in sich alle Stufen von der Produktion bis zum Vertrieb in den USA. Das war zur damaligen Zeit wirklich außergewöhnlich. Aber es war auch bahnbrechend, wie United Fruit sich selbst einen Absatzmarkt für Bananen schaffte und zugleich die Vertriebswege bis zum Verbraucher aufbaute. 1890 kannte kein Mensch in den USA Bananen. 1914 gab es sie in allen amerikanischen Großstädten. Sie ist ein Genuss und reich an Vitaminen und Nährstoffen. Die United Fruit Company weiß, ihre Bananen zu vermarkten. Mütter sind ihre Zielgruppe. Der Konzern veröffentlicht Rezepte und lässt Kinderärzte die Frucht preisen. Schon bald möchten die Amerikaner Bananen nicht mehr missen. Der Massenimport macht die Banane nun für die meisten Verbraucher erschwinglich. Aber Bananen sind empfindlich. Hurricanes, Überschwemmungen und Hitzewellen vernichten regelmäßig die Ernten. Die Bananen werden schmerzlich vermisst. Für Minor Keith und seine Partner steht fest, die Produktion muss gesteigert werden. Sie bauen immer mehr Bananen auf immer größeren Ländereien in ganz Mittelamerika an. Today, fast white steamships travel across the Caribbean with cargoes more valuable than pirates' gold. Officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. Bananenland, das Land der Bananen. Gemeint sind die Länder Zentralamerikas. Ehemalige spanische Kolonien, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts unabhängig wurden. Doch die USA betrachten sie als ihr Revier, als natürliche Erweiterung ihres Marktes. Für die United Fruit Company sind sie ein nahtlos zusammenhängendes Gebiet, das in Gänze dem Bananenanbau dient. Die United Fruit Company breitet sich darin aus. Es werden immer neue Ländereien benötigt. In Panama und Costa Rica vertreibt die Company indigene Bauern unter Aberkennung ihrer Besitzrechte. Durch Preisdumping treibt sie kleine Pflanzer, die ihre Bananenplantagen nicht aufgeben wollen, in den Ruin. Nach und nach bringt sie hunderttausende Hektar der besten Böden Mittelamerikas in ihren Besitz. Es war wie bei der Agrarreform in Großbritannien zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert.
Dort wurden britische Bauern ebenfalls einfach enteignet. Gemeinschaftsflächen wurden privatisiert. Und im 18. Jahrhundert mussten die Bauern dann ihre Arbeitskraft in den neu entstandenen Fabriken verkaufen. Diese Entwicklung war der Beginn der Industrie und Wirtschaft, wie wir sie kennen. Daraus entstand der heutige Kapitalismus. Hat die United Fruit Company also den Kapitalismus nach Mittelamerika gebracht? Jedenfalls hat sie sehr früh eine bestimmte Vorstellung von Entwicklung und Fortschritt gehabt. Die Eisenbahn legte den Grundstein für das Vermögen von Minor Cooper Keith, dem Gründer der United Fruit Company. Für die jungen Nationen in Mittelamerika ist sie ein Symbol der Moderne. Guatemala will auch eine Eisenbahn, aber das Land ist verschuldet. Und als der Preis des Kaffees, der wichtigsten Einnahmequelle, einbricht, wird das Land zahlungsunfähig. Die Eisenbahnpläne werden auf Eis gelegt. 1903 wendet sich Guatemala an den einzigen, der dem Land helfen kann, Minor Cooper Keith. Er willigt ein, die Eisenbahnlinie zu bauen und fordert dafür, wie üblich, Ländereien für seine Bananenplantagen und das Recht, die Bahn für seine Zwecke zu nutzen. Zudem erhält er die Kontrolle über den wichtigsten Hafen des Landes und das Telegrafennetz. Für eine Eisenbahnlinie überlässt Guatemala der United Fruit Company seine Infrastruktur, seine Wirtschaft, seine Zukunft. So weitet der Konzern sein Imperium aus. Zu Lasten der neuen Staaten, die den Fortschritt wollen, aber mittellos und verschuldet sind. Die Schulden der Armen dienen meist dem Reichtum der Reichen. Den gesamten öffentlichen Bereich über den Schuldenhebel zu privatisieren, ist abermals die Enteignung gemeinschaftlichen Eigentums, meist von Grund und Boden, zum Vorteil weniger. Die Erzeugerländer in der Karibik binden sich auf diese Weise, eines nach dem anderen, an United Fruit. Und immer gelingt es dem Unternehmen, in den Ländern so gut wie keine Steuern zu zahlen. Das zehrt umso mehr an deren Ressourcen und verstärkt ihre Abhängigkeit. In einer Plantage in Panama wurden Tausende von Briefen gefunden. Interne Korrespondenz des Unternehmens, die von der langen Geschichte der Steuervermeidung zeugt. Ein leitender Angestellter der United Fruit Company schreibt seinem Direktor: Panama, 26. Oktober 1918. Sehr geehrter Herr, neulich sprach ich mit dem Präsidenten der Republik, der sich darüber beklagte, dass wir als Exportsteuer nur einen Cent je Bananenbüschel zahlen würden. Wir haben offen darüber gesprochen und er hat mir schließlich gesagt: Keine Sorge, Sie haben immer bekommen, was Sie wollen, mein Freund. Unterzeichnet Carlson McFarland. Republik Panama, Präsidialamt, 17. Dezember 1918. An Mr. Carlson McFarland: Mein lieber Freund, ich habe den Gesetzesentwurf zu den Steuererhöhungen erhalten und ihn an befreundete Abgeordnete weitergeleitet, damit sie deine Änderungsvorschläge, denen ich zustimme, einarbeiten. Dein Freund, Belisario Porras, Präsident von Panama. United Fruit genoss enorme Steuererleichterungen. Aber letztlich hatte fast jedes westliche Unternehmen in ganz Lateinamerika und Asien sie ebenso.
Sie saßen am längeren Hebel, weil sie die Technik und das Kapital hatten, worauf diese Länder aus waren. Und der Preis dafür waren geringe Steuern. Heutzutage ist Steuervermeidung oder Steuergestaltung, wie sie in Business Schools genannt wird, ein zentrales Merkmal der Weltwirtschaft. Und es ist nicht mehr wie im 19. Jahrhundert, als schwache, in der Entwicklung begriffene Staaten niedrige Steuern anboten. Heute ist es der Kern jedes Business. Ein multinationaler Konzern kann die Steuergesetze der souveränen Staaten, in denen er sich niederlässt, leicht umgehen. Mithilfe der heute weit verbreiteten Transferpreise. Dabei wird der Gewinn dort verbucht, wo es steuerlich am vorteilhaftesten ist. Da ist die Politik gefordert. Sollen diese Gelder der öffentlichen Hand und damit dem Gemeinwohl zugutekommen oder lassen wir die Konzerne weiter das Steueraufkommen der Länder absaugen? Das ist weltweit eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Banane hat es weit gebracht. Eine einfache Frucht aus Mittelamerika lässt ein Imperium entstehen und ebnet dem zukunftsträchtigen Modell des multinationalen Konzerns den Weg. Der amerikanische Schriftsteller O. Henry hat ihr für alle Zeiten ein Denkmal gesetzt. Sein 1904 veröffentlichter Roman »Narren des Glücks« erzählt von einem imaginären Staat, der gänzlich einem Fruchtunternehmen unterworfen ist und prägt in diesem Zusammenhang den Ausdruck Bananenrepublik. An all ihren Standorten bilden die Plantagen der United Fruit Company eine in sich geschlossene Welt, in der nur die Gesetze des Unternehmens gelten. Es ist eine Welt mit klaren Schranken. Auf der einen Seite weiße leitende Angestellte, Absolventen der Elite-Universitäten der Ostküste, und weiße Vorarbeiter aus dem Süden der USA, von wo sie die Mentalität der Sklavenhalter mitbringen. Die Bananenplantage ist so etwas wie ihr Lehen. Eine amerikanische Enklave in den Tropen. Sie bleiben dort unter sich und kultivieren einen bestimmten Lebensstil. Telegramm vom 29. Mai 1919 an die Zentrale der United Fruit Company. Letzte Entsendung von Arbeitern sehr schlecht, vorwiegend Kriminelle. Arbeiter aus Costa Rica, Panama und Nicaragua nicht zu gebrauchen. Schickt Jamaikaner. Die Arbeiter der Plantage bilden die Produktivkraft, ein Bestand, der verwaltet wird. Die Jamaikaner sind wegen ihrer Kraft und Ausdauer beliebt. Zu Zehntausenden werden sie von der Insel Jamaika importiert und von einer Plantage zur anderen verschoben. Den Indios vor Ort sind Hausarbeiten vorbehalten. Der spanischstämmigen Bevölkerung wird misstraut. Das Unternehmen bevorzugt entwurzelte, isolierte, folgsame Arbeiter. Gewerkschaften sind verboten. Der Brief eines Vorarbeiters an seine Direktion.
17. Juni 1924. Ich arbeite in der Plantage in Bocas del Toro in Panama seit Juni 1911 für die United Fruit Company. Ich bin mit den Arbeitern und ihren Gewohnheiten vertraut. Je weniger diese Schwarzen und Einheimischen sich mit Gewerkschaften befassen, desto besser betragen sie sich. Entire towns had to be built by the company to house these workers. Sometimes large swamps had to be drained. United Fruit zahlt keine Steuern, rühmt sich jedoch, ganze Dörfer in den Urwald zu bauen. Die Arbeiter und ihre Familien bekommen ein Dach über dem Kopf. Gesundheitszentren und Krankenhäuser werden gebaut und Schulen für die Kinder der Arbeiter. Oft werden die Löhne in Form von Gutscheinen ausgezahlt, die die Arbeiter nur in Läden der Company einlösen können, wo ihnen Lebensmittel, Wäsche, Möbel und Werkzeuge verkauft werden. Die United Fruit Company handelte wie viele Arbeitgeber in westlichen Unternehmen bestenfalls paternalistisch gegenüber den Lohnempfängern. Die soziale Absicherung wurde privatisiert, aber die Leute durften sich nicht gewerkschaftlich organisieren und nicht aufmucken. Das heißt, ihnen waren die fundamentalen Freiheiten und Rechte aberkannt. Ihnen wurde ein Teil dessen genommen, was einen Menschen ausmacht, und letztlich die Möglichkeit, an einer Gemeinschaft teilzuhaben, einen politischen Beitrag zu leisten. So dass sie nicht nur Zuwendungsempfänger sind, sondern auch aktiv an Veränderungen mitwirken. Doch trotz der lückenlosen Kontrolle der Mitarbeiter werden Forderungen laut nach einer 6-Tage-Woche, einem 8-Stunden-Tag, einer Arbeitslosenversicherung und der Auszahlung der Löhne in Geld. Überall im Bananenland wächst die Wut. United Fruit ist alarmiert. Rundschreiben B21 von der Zentrale der United Fruit Company an alle Plantagenleiter. Anbei übersende ich Ihnen ein Foto von Manuel Calix Herrera. Prägen Sie sich dieses Gesicht ein. Der Mann ist ein übler Agitator, ein antiamerikanischer Extremist, der rote, bolschewistische und kommunistische Propaganda verfasst und in Umlauf bringt. Seien Sie auf der Hut. Im Oktober 1928 treten die Arbeiter der Plantage im kolumbianischen Santa Marta in den Streik. Verhandlungen scheitern. Die Streikenden besetzen die Betriebseinrichtungen der Plantage. Daraufhin entsendet die kolumbianische Regierung die Armee. Es gibt mehr als 1000 Tote. Die Niederschlagung des Streiks von Santa Marta geht als Massaker der Bananenplantagen in die Geschichte ein. Es ist ein zentrales Ereignis für Kolumbien und Mittelamerika. Das Symbol der Unterwerfung eines Staates unter die Interessen eines ausländischen Konzerns. Fortan wird die United Fruit Company in allen Ländern der Karibik nur noch als die Krake bezeichnet. Im Juni 1929 stirbt der Bananenpionier und ungekrönte König Mittelamerikas Minor Cooper Keith in Costa Rica.
Er hinterlässt ein gewaltiges Imperium. 100.000 Angestellte und mehr als 1 Million Hektar Plantagen. 1910 hatte ihm die Übernahme des britischen Handelsunternehmens Fives den europäischen Markt geöffnet. Als Minor Cooper Keith stirbt, repräsentiert die United Fruit Company 3/4 des weltweiten Bananenhandels. Es gibt noch einige Konkurrenten. United Fruit nimmt sie hin. So umgeht das Unternehmen das Monopolverbot des amerikanischen Kartellrechts. Cuyamel ist der Hauptkonkurrent der United Fruit Company. Der Mann an dessen Spitze heißt Samuel Samurai. Er ist ein großer, mürrischer Mann mit starkem russischem Akzent. Samurai gilt als Visionär. Bei ihm gedeihen Bananen selbst auf den ungeeignetsten Böden. "1910 hatte er die ihm nicht wohlgesonnene Regierung von Honduras gestürzt, was er nicht verhehlt. Im Bananenland ist dieser Mann eine Legende. Sein Lebensweg ist typisch amerikanisch. Er beginnt 1892 in Ellis Island. Mit 15 hatte Samuel Samurai seine Familie in einem jüdischen Städtel in Weißrussland zurückgelassen, um sein Glück in Amerika zu versuchen. In Selma, Alabama, soll er zum ersten Mal eine Banane gegessen haben. Eine Offenbarung. Anfangs arbeitet Samurai in den Docks des Mobilhafens im Golf von Mexiko. Dort sieht er die weißen Frachter der United Fruit Company. Das Löschen der Bananenfracht. Das Hin und Her der Händler. Samurai lernt, welche Früchte niemand will. Reife Bananen, die nicht rechtzeitig zu entfernten Märkten transportiert werden können. Zu einem Spottpreis kauft er eine Ladung auf. Er mietet einen Waggon und setzt auf der Fahrt durch den Süden innerhalb von 3 Tagen seine gesamte Ladung an den Bahnhöfen ab. Bei der ersten Reise macht er $40 Gewinn. Sam, der Banana Man, ist geboren. Samuel Samurai fordert United Fruit so lange heraus, bis er als Konkurrent zu lästig wird. Im November 1929 stimmt er einer Fusion zu. United Fruit übernimmt sein Unternehmen Cuyamel und Samurai erhält Aktien der United Fruit Company im Wert von 30 Millionen US-Dollar. Das macht ihn zu einem der reichsten Männer der USA. Und zum wichtigsten Aktionär von United Fruit. 1933 setzt er den Vorstand ab und übernimmt die alleinige Leitung des Unternehmens. Eine zeitgenössische Zeitschrift titelt: Jonah hat den Wal verschluckt. Mit 56 Jahren ist Samuel Samurai der unangefochtene Bananenkönig. Aber ein Wirtschaftsimperium darf nicht stagnieren. Wenn es nicht wächst, geht es unter. Der Zweite Weltkrieg bringt den internationalen Handel zum Erliegen. Aber die Nachkriegszeit verspricht Wiederaufbau, Wachstum und neue Märkte für die Bananen der United Fruit Company. Für die Eroberung dieser Märkte findet Samurai den richtigen Mann, einen Pionier seiner Art, den Papst der Public Relations und Werbung, Edward Bernays.
Dieser Mann hat das Talent, die Wirklichkeit nach den Wünschen seiner Auftraggeber zu formen. In den 20er Jahren bringt Edward Bernays die Amerikanerinnen dazu zu rauchen, indem er ihnen weismacht, Zigaretten seien eine Fackel der Freiheit, ein Ausdruck ihrer Emanzipation. Zu dieser Zeit arbeitet er für die mächtige American Tobacco Company. In seinem Buch Propaganda spricht Bernays von, Zitat, der bewussten und intelligenten Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Massen durch relativ wenige, die die Verhaltensmuster dieser Massen begreifen. Vielleicht verdankt er seinem Onkel Sigmund Freud die Erkenntnis, dass in einer Konsumgesellschaft Werbung der Schlüssel zu den Bedürfnissen ist. Und dass die Bedürfnisse der Verbraucher geweckt, genährt und stimuliert werden können. Grenzenlos. Bananas are a favorite breakfast fruit in every home. Sliced over hot or cold cereal, they top off any dish and help start the day right. Für Samurai lässt Edward Bernays die Banane den amerikanischen Traum verkörpern. We know you like bananas. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. Senora Chiquita Banana erobert Radio und Fernsehen, ihr entgeht niemand. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking. I'm Chiquita Banana and I've come to say that they really use refrigerators up this way. I'm Chiquita Banana and I've come to say that you really shouldn't treat a fellow man this way. If you like to be refined and civilized, your eating habits really ought to be revised. Chiquita Banana klingt und sieht aus wie ein Star ihrer Zeit. Carmen Miranda, die brasilianische Diva mit dem Tutti-Frutti-Hut aus Hollywoods Erfolgskomödien. Das ist kein Zufall. Carmen Miranda verkörpert Südamerika, wie die USA es sich vorstellen. Exotisch, exzentrisch, aber nah. Ein Ableger ihrer selbst. In Senora Chiquita Bananas idealer Welt ist jede Banane gleich, in der Form und im Geschmack. United Fruit baut nur eine einzige Sorte an, die Gros Michel. Sie ist schmackhaft, fleischig und widerstandsfähig, daher exportierbar. Die Nachfrage wächst und wächst. But it is not enough to have the right conditions for the bananas to flourish. It is also necessary to fight constantly the diseases that can ruin whole plantations. In den durch intensive Monokultur geschwächten Plantagen verbreiten sich zwei Parasiten, die sogenannte Panama-Krankheit und der blechsige Toker-Pilz. Der Hüftschwung von Senora Chiquita Banana kann nicht darüber hinwegtäuschen. Das Imperium fault von innen heraus. Samuel Samurai lässt Unmengen von Pestiziden über den Plantagen versprühen, immer wieder, bis zu 30 Mal im Jahr. Freiwillige erhalten für diese Arbeit Lohnzuschläge. Sie werden Venenieros genannt, die Vergifter. Schon bald verfärbt sich ihre Haut bläulich. Sie werden krank. Dutzende Venenieros sterben. See how each bunch is dipped several times. Great care is taken to see that the bunches are clean before they leave the plantation. Die Lebensdauer der Plantagen sinkt von 10 auf 3 Jahre. Sind sie von Parasiten befallen, werden sie aufgegeben.
Dann wird weiterer Urwald abgeholzt für neue Plantagen. So, als würde ganz Mittelamerika der United Fruit Company gehören. Das ist bemerkenswert. Es ist ein Gleichnis für die widernatürlichen Kräfte des Kapitalismus und die Logik der Akkumulation. Die dem Kapitalismus innewohnende endlose Kapitalakkumulation geht hier einher mit der Idee, Ressourcen unbegrenzt ausbeuten zu können. Dieses Beispiel zeigt deutlich die Notwendigkeit, in den Blick zu nehmen, dass es nicht im Interesse des Unternehmens ist, so zu handeln. Da verlieren Menschen ihr Leben, um einen Apparat am Laufen zu halten, der die Umwelt schädigt und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Handelns unsinnig ist. Angesichts dieser sich selbst perpetuierenden Logik braucht es eine Instanz, eine Führungspersönlichkeit, die sagt: Halt, damit ist jetzt Schluss. Wir machen es anders. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. En 1944 beendet in Guatemala eine Revolution die 14-jährige Herrschaft von Diktator Ubico, dem besten Freund der United Fruit Company. Ubico hielt sich für die Reinkarnation Napoleons. Aus Furcht vor dem Machtverlust hatte er Worte wie Streik, Petition und Gewerkschaft verboten. Er befürwortete Zwangsarbeit für die ärmste Bevölkerung und niedrigste Löhne. Die mit United Fruit abgeschlossenen Verträge waren für das Unternehmen überaus günstig. Konzerne wie United Fruit wollten Sicherheit für ihre Investitionen. Demokratien können sehr instabil sein. Es hat Gründe, warum so wenige Konzerne etwa in Indien investieren. Weil es ein demokratisches Land ist mit den verschiedensten Parteien, die ständig Kompromisse aushandeln. So etwas ist für die Konzerne ein Albtraum. Sie operieren beispielsweise lieber in China. Wenn die kommunistische Partei dort die Aktivitäten des jeweiligen Unternehmens billigt, herrscht ein hohes Maß an Sicherheit. Schwierigkeiten wird es dann kaum geben. Ich denke, darum geht es multinationalen Konzernen, um Sicherheit und Stabilität, wie sie Diktatoren oder die kommunistische Partei garantieren. Mit dem Versprechen von Arbeiterrechten und Mindestlohn bietet die guatemaltekische Revolution keine verlässlichen Rahmenbedingungen mehr für die Geschäfte der Company. En 1951 wird Oberst Jacobo Arbenz Guzmán durch freie Wahlen Präsident von Guatemala. Er ist Schweizer Abstammung, wuchs aber in einem verelendeten Dorf in der Hochebene auf, als Weißer unter den Ärmsten der Armen Guatemalas, den Nachfahren der Maya. Jacobo Arbenz will das vordringlichste Versprechen der Revolution einlösen. Eine Agrarreform, die das Land von den Großgrundbesitzern an Kleinbauern umverteilen soll. Doch der bedeutendste Großgrundbesitzer, dem mehr als zwei Drittel der Agrarflächen des Landes gehören, ist die United Fruit Company. Almost two-thirds of its population is of Indian descent, living primitively, barely getting sustenance from the soil.
in a nation of many large, efficiently run plantations geared to produce maximum profit. Präsident Arbenz wagt die Machtprobe. Per Dekret konfisziert er Hunderttausende von Hektar Reserveflächen der United Fruit Company. Die Entschädigungen sind kümmerlich. Sie basieren auf den Steuererklärungen des Unternehmens, das seine Gewinne immer heruntergerechnet hat. Noch nie wurde die United Fruit Company so herausgefordert. Samuel Samurai hatte in jungen Jahren eine unliebsame Regierung kurzerhand gestürzt. Da ihm aber diesmal keine Söldner zur Verfügung stehen, wendet er sich abermals an das PR-Genie Edward Bernays. Er soll den Fall Arbenz lösen. Bernays spielt auf der Klaviatur, die er so perfekt beherrscht. Er schafft eine neue Realität. Den Schutz privater Interessen der United Fruit Company in Guatemala macht er zu einer Angelegenheit der USA. Die Banane wird zum strategischen Faktor. Dazu ersinnt Edward Bernays einen Plot nach Art der 50er Jahre für die USA im Kalten Krieg. Jacobo Arbenz ist Sozialdemokrat, Nationalist und ein Reformer. Bernays präsentiert ihn als Moskau-treuen Kommunisten, als Verkörperung der roten Gefahr, die Amerika und die freie Welt bedrohe. Edward Bernays zielt auf die öffentliche Meinung. Er eröffnet ein Informationsbüro Zentralamerika, organisiert Pressereisen und offeriert ihm nahestehenden Verlegern Artikel. Bernays hat verstanden, dass nicht die Vorgänge die Realität ausmachen, sondern was darüber erzählt wird. Das ist die Wirklichkeit. Seine Schriften wurden in Nazi-Deutschland bewundert. Dort sollte das Postfaktische ganz neue Dimensionen annehmen. In unserer heutigen Welt sehen wir, wie sich in den sozialen Netzwerken Geschichten verstärken und welch ernstzunehmende Folgen das für die Demokratie hat. Wohin das führt, zeigte sich schon bei Bernays und United Fruit. Das Klima ist günstig für Edward Bernays Manipulationen. Am 20. Januar 1953 wird General Dwight D. Eisenhower, ein Republikaner, 34. Präsident der USA. Nach Jahren der Eindämmungspolitik tritt er für ein offensives Zurückdrängen des Kommunismus ein. Er besetzt zwei Schlüsselposten mit zwei Brüdern. John Foster Dulles wird Außenminister, Alan Dulles Direktor der CIA. Beide fungierten als juristische Berater der United Fruit Company. Neuer US-Botschafter bei den Vereinten Nationen wird der umtriebige Senator Henry Cabot Lodge. Er ist ein den Interessen von United Fruit treu ergebener Lobbyist. Seine Familie besitzt seit langem Anteile der Company. Bei ihnen finden Edward Bernays Botschaften sofort Gehör. Mr. Dulles, I know you've heard this many times, but there are people who say that we, with regard to the CIA, are waging a secret war with an invisible government. We are obviously engaged in many facets of what is generally called the Cold War, which the communist policies forced upon us. But may I say this, and I do it with all solemnity. At no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level.
Im August 1953 bedient sich die CIA erstmals neuer Methoden. Im Iran stürzt sie die Regierung von Mohammad Mossadegh. Er hatte in seinem Land das Erdöl verstaatlicht und wird der Zusammenarbeit mit den Kommunisten beschuldigt. Vor den Bananen das Erdöl. Der Erfolg der Operation im Iran ermutigt die Eisenhower-Regierung. Sie gibt der CIA grünes Licht für eine Intervention in Guatemala. Diese Operation trägt den Namen Success. Bernays emsige Lobbyarbeit trägt Früchte. Die CIA unterstützt einen Gegner der Arbenz-Regierung. Oberst Carlos Castillo Armas. Er führt eine von der CIA trainierte nationale Befreiungsarmee an, mit den Plantagen der United Fruit Company als Rückzugsbasis. Im Juni 1954 wird die Hauptstadt Guatemala-Stadt bombardiert. Zum Rücktritt gezwungen, hält Jacobo Arbenz am 27. Juni 1954 eine Rundfunkrede. Temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Mit Hilfe der USA zum Präsidenten gekürt, macht Castillo Armas die Maßnahmen der Regierung Arbenz rückgängig. Die Agrarreform wird fallen gelassen und United Fruit erhält ihr Land zurück. Aber es kehrt weder Stabilität noch Sicherheit ein. Nach dem Staatsstreich bricht in Guatemala ein Bürgerkrieg aus, der erst 1996 endet. Seine Bilanz sind mehr als 100.000 Tote, 1 Million Vertriebene, Zehntausende von Verschwundenen. Zu den ersten Opfern gehörten die Nachfahren der Maya. Es ist von Völkermord die Rede. So United Fruit built. United Fruit verfolgte ein überaus erfolgreiches Geschäftsmodell. Dabei interessierte das Unternehmen nicht, welchen Schaden es in Guatemala anrichtete. Der Sturz von Präsident Arbenz zerstörte das Land für mehr als 50 Jahre. Heute sind es eine Reihe von Technologieunternehmen mit extrem erfolgreichen Geschäftsmodellen. Aber es ist kaum ersichtlich, dass sie ein Bewusstsein für die sozialen Folgen ihres Handelns haben. Von den letzten US-Präsidentschaftswahlen wissen wir, dass Facebook eine Flut von Fake News verbreitet hat, über einen langen Zeitraum. Das hat für die Gesellschaft wirklich schwerwiegende Konsequenzen. Aber die Unternehmen verfolgen einfach weiter erfolgreich ihr Geschäftsmodell und machen sich nicht klar, was das für die Gesellschaft letztlich bedeutet. So wie schon United Fruit und ihresgleichen. Die Entwicklung der Länder des Südens darf nicht nur durch privatwirtschaftliche Konzerne erfolgen. Die haben immer die Kursgewinne ihrer Aktien vor Augen. Und das kann für eine Reihe von Entwicklungsländern bedrohlich sein, weil die Konzerne bestrebt sein werden, alle Ressourcen zu privatisieren, die die Lebensgrundlage der Länder bilden.
Dabei könnten die Konzerne Teil der Lösung sein. Durch eine Neuausrichtung auf eine soziale Zielsetzung statt reiner Profitmaximierung. Es gibt Initiativen, die im Sinne einer sozialen, solidarischen Marktwirtschaft in diese Richtung gehen. Aber viele Konzerne in aller Welt haben da noch erheblichen Nachholbedarf. Um weder ihr Geschäftsmodell noch ihr Vermögen aufs Spiel zu setzen, blockiert United Fruit in Guatemala jede Reform. Selbst auf die Gefahr hin, alle Wut auf sich zu ziehen. Im Januar 1959 rücken die kubanischen Revolutionäre in Havanna ein und stürzen das von den USA gestützte Batista-Regime. Ernesto Che Guevara, Fidel Castros Mitstreiter, war in Guatemala. Der Sturz von Jacobo Arbenz Guzmán hat ihn radikalisiert. Er glaubt nicht mehr an Reformen, nur noch an die Revolution. ...1960 verstaatlicht Fidel Castro alle nordamerikanischen Unternehmen. Diesmal sind Edward Bernays und Samuel Samurai machtlos. Der Bananenkönig stirbt 1961. Sein Imperium überdauert ihn nur kurz. Durch Übernahmen und Fusionen verschwindet die United Fruit Company. Ihre Nachfolgerin wird Chiquita Brands. Infolge von Krankheiten verschwindet die Sorte Gros Michel, die United Fruit reich gemacht hatte, Ende der 60er Jahre. Eine neue Bananensorte kommt auf. Die Cavendish. Sie ist die Züchtung eines kleinen Konkurrenten, der bald zum Agrarriesen werden sollte, zum neuen Marktführer bei Bananen. Dole. A Dole banana. If you feel it, peel it. Jüngsten Berichten zufolge steht auch die Cavendish-Banane heute vor dem Aus. Dole-Arbeiter haben vergeblich gegen das Unternehmen wegen der Vergiftung durch Pestizide geklagt. Während sich Chiquita Brands, die Nachfolgerin von United Fruit, wegen der Finanzierung paramilitärischer Gruppen in Kolumbien vor Gericht verantworten muss. Dies war die Geschichte einer Frucht, einer einfachen Frucht. I'm Chiquita Banana and I come to say bananas have to ripen in a certain way when they are flecked with crown and have a golden hue. Bananas taste the best and are the best for you. To beat 'em. But bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator.